Das Militär begrüßt junge Leute, die im Jahr 2012 ihren 18. Geburtstag feiern. Grund für das Treffen zwischen Walliser Armeeangehörigen und Jugendlichen ist die bevorstehende RS. Ein Orientierungstag will der Jean-Baptiste Imsand, Adjunkt vom Kreiskommandant, zusammen mit 5 Oberleutnanten aus der Region die künftigen Rekruten über die RS oder Alternativen zur RS aufklären. Aber in 2 Wochen ungefähr 490 neue Stellen pflichtig. Und die sind sehr motiviert, anständig. Vor 2 Jahren war es ein bisschen mehr eine andere Mentalität gewesen, aber jetzt ich sehe, die Jungen sind sehr anständig. Während einer Woche kommen pro Tag 50 bis 60 Oberwalliser Jugendliche, meistens mit Jahrgang 94, zu Brieg an die Orientierungstag an. Nach kurzer Begrüßung und einer Übersicht über den Orientierungstag unterteilt der Hauptmann im Sand eine grosse Gruppe in 5 kleine Gruppen. Wir beobachten hier dabei die Gruppe vom Oberleutnant Mark Wiesen von Fischb. Er absolviert einen Orientierungstag, scheint Weg zu haben und führt seine Gruppe geschickt und auf eine unterhaltende Art und Weise durch das Programm. Also das ist eigentlich das Ziel, das ist mal so ein Gesamtüberblick. Morgen ist ganz etwas wenig, wie die Armee aufgebaut ist. Und nachher, was eigentlich relevanter ist, verschiedene Truppen gehen, Funktionen, dass man nochmal sagt, was überhaupt alles machen kann. Weil man dachte, du kommst auf einmal und weiß ja wahrscheinlich nicht genau, was du willst. Und das ist eigentlich das Hauptziel der Armee, verschiedene Funktionen, was kann ich machen. Oder nachher Zivilschutz, Zivildienst, wie geht das nachher ab? Und nachher auch die Rekrutierung. In Summe sollte man wissen, wie geht das ab, wie gehen die Sporttests, wenn einer eine gewisse Funktion will, dass gewisse Sachen hinterher auf einmal gesehen und sich dementsprechend können vorbereiten. Als Teil von der Rekrutierung fällt der Orientierungstag unter die Militärspflicht und ist für Männer mit Schweizer Pass und Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch. Der, der nicht kommt, der wird mit der Geldbuße bestraft und geht ein Jahr später dann noch einmal aufgeboten. Schweizerinnen und Auslandsschweizer können freiwillig teilnehmen. Der Mark Wiesen redet mit seiner Gruppe über den Rückgrat in der Schweizer Armee. Militärische Sicherheit, Infanterie, Panzergruppen, Artillerie oder Logistiktruppen werden vorgestellt. Man redet über Aufstiegschancen in der Schweizer Armee und kommuniziert euch offen über Sold, Soldzulagen und EO-Entschädigung. Die vielen Informationen stoßen mit den Zuhörern auf Interesse. Hier sei ein Wandel gegenüber in Vorjahren erkennbar, sagt der Mark Wiesen. Vor 2-3 Jahren sind immer noch so 1-2 Querschläger, das ist vielleicht noch drin. Und in den letzten Jahren hat das abgenommen und die jungen Leute, die da sind, sind eigentlich sehr interessiert für das Militär. Sie wäre dazu vielleicht eher noch fast weniger gewesen, also wie jetzt Ski. Und das ist sehr angenehm, das ist klar, die bekommen sehr viele Informationen. Und das probieren wir euch in einem normalen Ton, und das geht euch nicht sehr militärisch zu und her, nur wir haben zwar das Töne ja, aber der Umgangston ist da wie im Zivilen euch. Am Nachmittag von Orientierungstag schauen die verschiedenen Gruppen in den Kurs vom Zivilschutz rein. Der, der auf gar keinen Fall die RS besuchen will, der darf euch im Zivilschutz seinen obligatorischen Dienst leisten und muss sich aber bewusst sein, dass der gerade noch einmal ein bisschen länger geht als die 18 oder 21 Wochen RS mit 6 oder 7 darauf folgenden WK-Diensten. Die Oberwalliser Jugendlichen, die sind an Orientierungstag, aber euch auf die Rekrutierung im bernerischen Sumiswald darauf hingewiesen worden. Schon im nächsten Jahr fahren sie da für 3 Tage her und so testet man dann ihre Füße und Psyche. Der, der zum Beispiel später ein RS mit einem Panzergrenadier machen will, der soll schon an Orientierungstag wissen, wie viele Punkte in der Rekrutierung da nötig sind. Ein weiterer Teil von der bevorstehenden Rekrutierung ist euch das Medizinball werfen. Für eine gewisse Anzahl Meter, wo man die Ball werft, gibt es dann dementsprechend eine Anzahl Punkte. Im Gegensatz zur Rekrutierung vor 5 bis 10 Jahren testet man aber euch die Koordination. Euch hier gibt es einen Orientierungstag auf einmal ein Müsterli. Auf dem Nachmittag ist der Orientierungstag für die jungen Oberwalliser Zentgang.
Und obwohl nicht jeder top motiviert ist, hat es für das Militär und den Informationstag viel Lob gegeben. Es hat mir eigentlich gut gefallen und man hat wirklich viel News über das Militär erfahren, was ich zuerst nicht gewusst habe. Und ja, ich habe zuerst gedacht, das wäre völlig langweilig oder so, aber es war gar nicht so schlimm. Es war eigentlich sehr informationsreich, in dem Fall, dass man weiss, was genau für Briefe gibt im Militär. Und euch, was Zivilschutz ist und was genau Armee ist und was da die Unterschiede sind. Ich habe mir auch viel gezeigt über das Militär, weil ich eigentlich zuerst nur Velofahrer werden und heute eigentlich habe ich gesehen, ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich mache eigentlich ja, von so bis so kann man eigentlich alles machen. Also der Vater hat immer gesagt, Militär musst du nicht machen, der Sohn macht zuerst andere Sachen. Dort bin ich gekommen und habe es bringt eigentlich sehr viel der Schweiz, wenn man Junge fördert. Heute ist der Orientierungstag. Ich habe mitbekommen, dass ich früher gar nicht gehabt. Das gibt es erst seit 2-3 Jahren. Und so kann man eigentlich die Jungen darauf vorbereiten, was geht heute, wie geht es vor sich. Und man kann eigentlich überlegen, was man genau will machen zum Militär. Mit der Frage, was sich denn jetzt die zukünftigen Rekruten in der RS sehen, hat sich aber gleich der eine oder andere noch nicht festlegen. Also momentan weiss ich noch nicht, was ich machen möchte. Aber ich gebe mir sicher mehr, dass etwas Gutes wird äußern. Zuerst habe ich recht, ja, dass das Militär einfach nur das Gewehr in die Hand und da wird es umsäckeln kann. Aber das ist viel mehr, was man denkt. Und ja, das hat schon etwas gebrungen. Also, und ja. Ich habe einen Einblick bekommen. Ich habe mich eigentlich schon entschieden für Piloten und habe euch schon den Vorkurs auf, was fair macht. Es hat sich aber sozusagen alles wieder geöffnet, als ist alles wieder unklar. Aber Deutsch sprechend wäre vorteilmässig für mich. Und ja, Fahrer ist immer noch ein grosses Thema und das würde mir euch helfen, beruflich. Dann könnt ihr Transport machen. Ein Einblick ins Leben von der Schweizer Armee. Die Orientierungstage im Oberwallis haben es möglich gemacht und mit dem einen vielleicht sogar die Lust auf mehr geweckt. Adi benannt.